Köln ist immer was Besonderes für uns Frauen, weil es ein Spiel in einem großen Stadion ist. Es sind viele Zuschauer da, mehr als sonst im Bundesliga-Alltag. Und ja, mit diesem Endspiel an diesem Tag einen Titel gewinnen zu können, meistens vor so einer schönen Kulisse, ist was ganz, ganz Besonderes. Und wenn wir unserem Trainer dann noch ein schönes Abschiedsgeschenk bereiten können, gleichzeitig ist das ein Bonus dazu. Ich denke, dass jede Spielerin für sich und für den Verein natürlich das Double holen möchte. Und ich denke nicht, dass sie so viel an mich dabei denken. Aber wenn es so kommt, sage ich natürlich nicht nein und dann freuen wir uns gemeinsam. Aber ich habe das schon an mehreren Stellen gesagt, es geht nicht um mich, es geht einfach darum, dass wir hoffentlich die Erfolgsgeschichte weiterschreiben und ja, Werbung für den VfL Wolfsburg im Frauenfußballbereich machen. Ich glaube, dadurch, dass Sand es jetzt schon kennt, wird es natürlich auch nochmal für sie was anderes sein. Sie sind dann in dem Fall ein bisschen routinierter, nenne ich es jetzt einfach mal, dann auch in dem Finale zu stehen. Und ja, da geht es um jeden kleinen Grashalm und sowohl Sand als auch wir wollen den Pokal nach Hause nehmen und dementsprechend müssen wir da mit voller Qualität, die wir, glaube ich, gerade jetzt in den letzten Monaten und Wochen gezeigt haben, dann auf den Platz auch bringen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, bin ich doch ganz guter Dinge und optimistisch.